Hallihallo und willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich dir, wie du Rechenaufgaben zum allerersten Mal in dein Heft übertragen kannst. Du hast von mir ein Heft bekommen, das war in deinem Materialpaket diese Woche drin. Und ab jetzt kommt es immer mal wieder vor, dass du Aufgaben auch ins Heft abschreiben musst. Denn nicht immer hat man ein Arbeitsheft, so wie ihr das jetzt kennt, in das man reinschreiben darf, sondern meistens hat man nur Bücher und muss die Aufgaben da dann abschreiben. Daher zeige ich dir jetzt, worauf du achten musst, wenn du eine Aufgabe in dein Heft überträgst und wie das dann am Ende aussehen soll. So. Jetzt zeige ich euch, wie genau ihr das dann macht, wenn ihr eine Aufgabe in euer Heft abschreiben müsst. Als erstes braucht ihr natürlich euer Heft. Das habt ihr ja von mir bekommen und da schlagt ihr dann die erste Seite auf. Das heißt, ihr macht das Heft auf und dann seht ihr ja schon direkt eine leere Seite mit Karo-Kästchen, die dann ungefähr so aussieht wie das, was ich hier habe. Und da geht es dann auch schon los. Die erste Aufgabe, die ihr ins Heft abschreiben müsst, ist hier im Einstern auf Seite 13 die Aufgabe 2. Da steht dann auch schon in der Aufgabe, übertrage die Aufgabe ins Heft und löse sie. Das heißt, ihr müsst die Aufgaben abschreiben und dann ausrechnen. Und worauf ihr dabei achten müsst, das zeige ich euch jetzt. So, ich habe hier jetzt kein ganzes Heft, ich habe hier nur eine karierte Seite. Das macht aber keinen Unterschied. Wenn man anfängt, eine Aufgabe zu schreiben oder im Heft zu arbeiten, beginnt man immer links an der Seite von dem Heft. Also nicht irgendwo in der Mitte von der Seite, sondern man beginnt immer links zu schreiben. Ihr könnt hier an der Seite ruhig ein Kästchen freilassen, von mir aus auch zwei, dass es nicht zu eng am Rand ist. Aber mehr sollte es nicht sein, weil sonst wäre es ein bisschen Platzverschwendung und dann spart man sich am Ende ein bisschen Papier. Okay, fangen wir an. Wie man schon sieht, hat auch ein Stern hier erst einmal aufgeschrieben, um welche Aufgabe es eigentlich geht. Damit fangen wir auch gleich an. Bevor wir das aber machen, fehlt uns noch eine Überschrift. Die Überschrift sagt uns immer, was wir jetzt eigentlich hier gerade, worum es geht. In diesem Fall schreiben wir jetzt einfach Schularbeit. Normalerweise würdet ihr unterscheiden zwischen Schularbeit und Hausaufgaben. Da ihr aber ja jetzt nur zu Hause seid und eigentlich alles gerade Hausaufgaben und Schulaufgaben zusammen ist, schreiben wir jetzt einfach Schularbeit als Überschrift ins Heft. Dann am besten unterstreichen mit einem Lineal. Ich habe jetzt hier nur ein Geodreieck. Einmal schön unterstreichen und dann geht es weiter. Ein Stern hat hier dann schon aufgeschrieben, Seite 13. Das machen wir auch. Mal schön unten drunter, dass es ordentlich aussieht. Also wenden wir hier mit der Überschrift in diesem Kästchen anfangen, dann fangen wir mit der Seitenzahl auch in diesem Kästchen an zu schreiben. Seite 13. Aufgabe 2. Das sehen wir ja immer an dem grünen Kreis hier, welche Aufgabe wir gerade haben. Also schreiben wir Aufgabe 2. Okay, und dann kann es auch schon losgehen mit dem Rechnen. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, immer jede Zahl in ein eigenes
Kästchen zu schreiben. Ihr seht auch hier bei Einstern, der hat das auch ganz ordentlich gemacht. Jede Zahl bekommt ein Kästchen und auch jedes Rechenzeichen bekommt ein Kästchen. Also jedes Plus und jedes Istgleich hat ein eigenes Kästchen. Und auch bei der 13, jede Ziffer hat ein eigenes Kästchen. Jetzt schreiben wir mal die erste Aufgabe ab. 5 plus 8 ist gleich 13. So, die 5, das Plus, die 8, das ist gleich, die 1 und die 3. Jede Zahl hat ein eigenes Kästchen bekommen. Und das ist ganz wichtig, dass man nicht über die Kästchen drüber schreibt, nicht verrutscht beim Schreiben. Und das auch bei zweistelligen Zahlen, also bei Zahlen ab 10, wo man ja dann nicht mehr nur noch eine Ziffer schreibt, sondern zwei, dass auch da jede ein eigenes Kästchen bekommt. Weil dann kann man am Ende alles sehr gut lesen, es wird ordentlich und übersichtlich. Dann geht es auch schon weiter. Die nächste Aufgabe schreiben wir dann unten drunter, so wie Einstein das hier auch gemacht hat. Wir lassen aber eine Zeile frei, das hat Einstein hier ja auch gemacht, damit es nicht so eng am Ende wird und dann sieht es unordentlich aus und man kann nicht mehr so gut lesen. Deswegen lassen wir eine Kästchenreihe frei und gehen ganz genau unter die 5. Also wir fangen nicht weiter vorne an oder ein Kästchen weiter hinten, sondern wir bleiben genau im gleichen Kästchen. 6 plus 7 ist gleich. Nächste Aufgabe, 9 plus 4 ist gleich. Am Ende sollten alle Ist-Gleichzeichen, alle Pluszeichen und die Zahlen auch untereinander stehen. Dann sieht es einfach ordentlicher aus, man kann es besser lesen und dann kommt man auch nicht durcheinander und es passieren weniger Fehler. Dann kommt der nächste Aufgabenblock, da lassen wir jetzt hier dazwischen mindestens zwei Kästchen frei, damit es nicht zu eng wird und fangen da dann mit der nächsten Aufgabe an. 8 plus 6 ist gleich 7 plus 5 ist gleich. Und dann werden die Aufgaben erstmal ausgerechnet und wenn die dann ausgerechnet sind, dann sehen wir, wie viel Platz wir nach hinten brauchen und dann können wir die letzte Aufgabe aufschreiben. Ich rechne jetzt einfach mal eine Aufgabe aus. So, 8 plus 6 gleich 14. Dann wissen wir jetzt, wie viel Abstand wir brauchen. So, dann lassen wir wieder zwei Kästchen frei und dann geht es hier hinten weiter. Und schon sind alle Aufgaben ins Heft abgeschrieben und dann könnt ihr sie dort ausrechnen. Versucht es mal, das ist euer erster Anlauf. Wahrscheinlich wird es noch nicht so perfekt sein, das ist aber kein Problem, wir üben das ja jetzt gemeinsam. Aber versucht wirklich, jede Zahl in ein eigenes Kästchen zu schreiben, beziehungsweise jede Ziffer von den zweistelligen Zahlen, sowie die 13 oder hier auch die 14, in ein eigenes Kästchen. Und dann bin ich mal gespannt. Ihr dürft mir gerne Fotos davon schicken, damit ich mal sehen kann, wie eure ersten Versuche beim Rechnen im Heft gelungen sind.